Nur EVO 2 Plus. Was sich gegenüber der Vorgängerversion geändert hat, erfährst du in diesem Video. Moinsen, Freunde der Sonne. Mein Name ist Wenzel Washington und ich hatte das große Vergnügen, am Wochenende 24 Stunden Kota hier zu fahren und durfte mir meine Pedale aussuchen, weil natürlich war an dem Rig wieder nichts dran geschraubt und habe mich für die Nuro Evo 2 entschlossen. Und damit konnte ich das ganze Prozedere vom Anbauen bis zum Checken, wie die Verarbeitung ist, inklusive Software einstellen und dann am Ende natürlich fahren, einmal komplett mit diesen Pedalen durchspielen. Und ich kann euch sagen, Freunde, anbauen, überhaupt kein Problem. Du nimmst dir die Pedale, hast hier unten zwei Schrauben vorne, eine Schraube hinten, schraubst das unten auf die Plate drauf, Thema erledigt. Dann steigst du in das Rig ein und stellst fest, Mensch, die Federn, ich weiß nicht, wie der damit fahren kann, aber das Gaspedal fühlt sich wie ein Bremspedal an und das Bremspedal hat überhaupt kein Spiel. Ist aber überhaupt kein Problem. Du nimmst dir das Pedal und du kannst dir alles einstellen, was du möchtest. Du kannst dir die Federn tauschen. Du hast genug Auswahlmöglichkeiten, ob härtere oder weichere Federn. Natürlich waren ja die härteren verbaut, ist ja vollkommen klar. Aber du kannst dir die zwei Schrauben lösen, hebst das hier hinten raus, tauschst die Feder ein gegen eine, die in, wo ein Normalsterblicher reintreten kann und damit bist du fertig. Dann kannst du, wenn du möchtest, weil wir alle kennen die Problematik zum Beispiel bei iRacing, bei GT3s, dass du nur bis 80-90% bremsen solltest. Aber wie kriegt man das jetzt vielleicht im Fuß raus, wo das ist? Und da hat sich dieser Mensch, der diese Pedale entwickelt hat, was Wunderbares einfallen lassen. Und zwar hast du hier am Ende nochmal einen Gummi. Und dieser Gummi gibt dir das Gefühl, wenn du bei 80-90% Bremsdruck angekommen bist, weil dann geht das Bremspedal auf einmal wieder schwerer. Und falls dir das zu schwer ist oder zu leicht ist, hast du die Möglichkeit, wie gesagt, diesen Gummi nochmal zu tauschen. Gaspedal, dasselbe Spiel. Wenn dir diese Feder zu leicht oder zu schwer ist, hast du hier auch die Möglichkeit, die einfach zu tauschen. Du kannst auch bei beiden Pedalen, falls es nur minimal ist, was du verändern möchtest, die Vorspannung hier verändern. Härter, weicher, je nachdem, wie du möchtest. Kannst beim Gaspedal noch sagen, löst diese Mutter hier vorn und kannst dir mit der Position quasi das Gaspedal leichter oder schwerer machen. Software, absolut easy. Jeder, der von uns schon mal ein Bremspedal oder ein Gaspedal eingestellt hat, das ist ja dasselbe Spiel. Meiner Meinung nach nicht einfacher oder schwerer wie bei anderen Produkten. Hast die Möglichkeit, Dead Zones einzurichten, unten wie oben. Siehst das per Graphen, absolut wunderbar. Und hast die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass nicht linear verläuft, sondern ich möchte, dass, keine Ahnung, so als Kurve verläuft. Grüße gehen raus an die Porsche Cup-Fahrer, die haben das teilweise so bei Brems- oder Gaspedal. Und damit bist du ready to go. Gehst ins Spiel rein, freust dich über wunderbare Pedale, die richtig Spaß machen. Also meiner Meinung nach eines der besten Pedal-Sets, was du kaufen kannst. Und wie man das Ganze jetzt aber noch besser machen kann mit den Nachfolgern, da sage ich euch ganz ehrlich, das soll euch der Dicke erzählen, den ihr sonst auch immer hier seht. Moinsen, Freunde der Sonne. Wir machen das jetzt hier wie immer. Wir sprechen alle Punkte an und vergleichen das mal untereinander mit den Nuro Evo 2 und die Nuro Evo 2 Plus. Als erstes, wie immer, gehen wir mal auf die Verarbeitung ein. Da möchte ich sagen, hat sich ein bisschen was geändert, wenn man ganz genau hinguckt. Und das finde ich persönlich sehr schön. Wenn wir jetzt die Gaspedale hier im Querschnitt oder in der Draufsicht mal vergleichen, könnt ihr sehen, dass sich hier vorne ein bisschen was verändert hat. Also rein optisch gesehen hat sich ein bisschen was verändert. In der Funktionalität hat sich in dem Arm nichts verändert, außer, und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir das jetzt mittlerweile nämlich drin haben. Wenn wir uns das hier vorne mal angucken, seht ihr, dass ihr die Pedalplatte, die könnt ihr nicht verschieben, daran könnt ihr nichts machen. Die ist einfach, die war immer so. Matthias, der alte Fuchs, hat sich gedacht, Mensch, irgendwie bin ich da noch nicht mit so zufrieden und macht das jetzt so, dass die Leute ihre Pedalplatte noch verschieben können. Wie ihr sehen könnt, steht meins jetzt ein bisschen geknickt nach hinten und nicht mehr voll gerade. Das kannst du nämlich umsetzen, indem du die beiden Schrauben hier löst. Und dann kannst du das ganze Ding von vorne bis hinten einfach verschieben und dir so einstellen, wie du möchtest. Selbiges gilt auch, und das hat sich jetzt an der Stelle nicht verändert, du kannst die Pedalplate hoch und runter schieben, wie du das möchtest. Wie du siehst, hast du auch die Möglichkeit, immer noch das Add-on anzubauen für deine Fußhalterung oder den Fußstopp oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das gibt es auch noch. Das hat sich jetzt optisch, wie ihr sehen könnt, auch noch ein bisschen verändert. Ist kleiner geworden, ist schmaler geworden, da wurde ein bisschen Material gespart. Aber nicht zum Negativen, sondern eher sogar noch zum Positiven, weil ich finde das hier ein bisschen schöner, weil es ein bisschen schlanker ist. Das hier sieht immer schon sehr üppig aus. Was hat sich noch verändert bei der Verarbeitung? Wir haben jetzt hier hinten, und das war ja auch in den Nuro Evo 2, habe ich das ja schon mal erwähnt,
Da war ich ein bisschen skeptisch, weil hier 3D-Druckteile hinten drin sind. Also das Gehäuse zumindest für die Halterung war 3D-Druck oder ist 3D-Druck. Und ich war mal ein bisschen skeptisch. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach über 500 Stunden, die ich die Apparate hier gefahren bin, ist da nie irgendwas kaputt gegangen. Also meine Sorge hat sich definitiv nicht bestätigt. Sonst würde das Matthias auch nicht verkaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber was sich da jetzt verändert hat, ist erstmal, wir haben hier vorne eine neue Schraube, die ist jetzt nämlich blau. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, toll, schön, dass du das aufzählst. Ja, ich finde das schön. Das ist so ein Akzent, den ich geil finde, okay? Und dann haben wir hier unten, hier hat sich das nämlich auch geändert, da ist nämlich die Annahme, ist nicht mehr in 3D-Druck, sondern das ist Metall. Dankeschön, Matthias, an der Stelle. Was sich hier auf jeden Fall noch geändert hat bei der Verarbeitung, wir haben hier unten noch einen Dämpfer drin. Ich habe das Gefühl, Matthias mag Dämpfer und Kompressionsverstärker. Dafür habe ich ihn übrigens sehr gerne, weil das Pedal hier, das war schon ein Kracher. Also die Noho Evo 2, das Gaspedal war sehr schön. Aber das hier, oh, das ist ja noch ein bisschen schöner. Warum, fragst du dich? Jetzt ja genau wegen dem Dämpfer. Weil der Dämpfer gibt dir noch so ein bisschen mehr Widerstand, wie, also es fühlt sich noch ein bisschen mehr an wie in so einem Auto, weil es ist nicht mehr so nur dieses Federding, sondern du hast noch so ein bisschen mehr, ich kann das gar nicht so schwer, also es ist schwer, das zu beschreiben. Es fühlt sich so an, als wenn du noch mal irgendwo so, als wenn du einen Gummi über irgendwas, na, tolle Gestikulierung, als wenn du einen Gummi irgendwo drüber stülpen willst. Und so fühlt sich das an, dass da noch mal ein bisschen mehr extra Widerstand ist, dass du die Möglichkeit hast, das Gaspedal noch ein bisschen besser und zärtlicher zu modulieren. Und das macht dieser Dämpfer für mich persönlich aus und er macht das auch sehr, sehr schön. Wenn wir uns jetzt die Verarbeitung der Bremsen angucken, werden wir sehr schnell feststellen, dass das hier sehr ähnlich aussieht. Hier wurde vorne, also im Arm wurde noch ein bisschen was geändert. Wir können auch hier die Pedalplatte, wie ihr seht, hier ist sie komplett gerade, hier ist sie angewinkelt. Kannst du komplett umstellen, den ganzen Apparat, auch wieder über diese beiden Schrauben. Und du hast hier auch, wie bei den Noho Evo 2 beim Gaspedal, hast du hier einfach jetzt Metallkörper drinne und nicht mehr 3D-Druck. Und das, lieber Matthias, dafür bin ich dir sehr dankbar, weil das sieht hier einfach noch mal ein bisschen geiler aus. Auch wenn man sich die Pedale nicht ständig anguckt. Aber für mich ist das immer so ein visuelles Ding, wenn ich das sehe, ja, das finde ich schön. Nicht, dass das hier schlecht aussieht oder dass das stört bei der Funktionalität. Wie ich schon sagte, hier ist nie irgendwas passiert mit den Pedalen. Kannst du dir das hier angucken und es sieht sehr schön schwarz-matt aus und ist auch vom Anfassen her sehr geil. Metall ist schön. Und alles andere, was hier auch in der Vorgängerversion Noho Evo 2 dran war, wie zum Beispiel hier unten der 3D-Druck oder hier oben bei der Annahme, hat Matthias auch alles komplett gewechselt. Hier unten ist jetzt auch Aluminiumzylinder drin, hier ist ein Aluminiumzylinder drin und auch hier vorne beim Kompressionsverstärker ist das auch. Also von der Verarbeitung her, Matthias, Kuss geht raus, fantastisch, 10 von 10, gibt es nichts dran zu meckern. In den Einstellungsmöglichkeiten möchte ich euch auf eine Kleinigkeit hinweisen, die mir passiert ist, wo ich extra nochmal darauf hinweisen muss. Es ist nicht Matthias, der das falsch gemacht hat, sondern meine Wenigkeit hat das falsch gemacht und hat diesen Fehler provoziert bzw. hervorgehoben. Denn ich habe Folgendes getan. Wie Andreas euch vorhin schon gesagt hat, fahre ich nicht Backsteine oder Wände, sondern ich fahre schon so wirklich sehr, sehr hart. Also ich könnte theoretisch auch einfach auf den Boden treten, das ist ungefähr dasselbe. Und wir müssten dann eine Lotzelle hinmachen und das wäre dann ungefähr mein Bremspedal. Was ich getan habe, ist, ich habe hier die Vorspannung an der Feder runtergedreht, bis auf Maximum. Dass Folgendes passiert ist, wenn wir das jetzt hier mal runternehmen, hier ist ja ein Gewinde dran an der Stange. Und dieses Gewinde, das hört halt irgendwann auf. Und wenn das aufhört, dann fängst du ja an, den ganzen Schaft zu drehen. Und ich habe den ganzen Schaft rausgedreht aus dem Zylinder, der hier oben drin ist. Das heißt also, ich habe trotz Loctite, was da drin ist, danke übrigens an die Regie, die mir das vorhin eingeworfen hat, dass das Loctite heißt, sonst hätte ich das nämlich vergessen. Ich habe trotz Loctite den ganzen Zylinder da rausgedreht und habe die ganze komplette Bremse zertreten. Das heißt, ich habe den ganzen Zylinder so ein bisschen gelöst und dann habe ich ihn rausgelatscht. Und das würde ich euch nicht empfehlen. Das heißt, wenn ihr eure Feder kompressiert, bitte seid vorsichtig. Macht das nicht so wie ich. Es ist unnötig. Ich weiß nicht, ob ihr alle das hinkriegt, dass ihr Loctite rausdrehen könnt, aber ich habe das geschafft und möchte euch das eigentlich ersparen. Also seid vorsichtig bei der Vorspannung, die ihr einstellt. Dreht das nicht bis auf Attacke runter,
Damit ihr noch mehr Druck auf dem Gaspedal habt, dann stellt lieber den Winkel ein, weil den könnt ihr nämlich noch einstellen. Hier sind zwei Schrauben an der Seite. Damit kannst du den Winkel sowohl höher als auch tiefer machen. Wozu es auch eine sehr schöne Beschreibung gibt, also eine Anleitung auf der Homepage, da steht alles beschrieben. Wenn du jetzt hier unten den Kompressionsverstärker hast, hast du auch die Möglichkeit, die Federn zu ändern, genauso wie oben. Dazu musst du aber den ganzen Zylinder hier oben rausnehmen. Hier musst du zwei Schrauben lösen, die sind hier unten und dann musst du es abheben. Das ist nicht ganz so trivial, aber da kann ich euch sagen, der standardmäßig dabei ist, sollte eigentlich in Ordnung sein. Außer ihr seid so wie meine Wenigkeit und ihr wollt den ganz harten haben. Dann müsst ihr das auseinanderbauen, weil ich habe wieder den ganz harten drin. Also für normalsterbliche Menschen sollte der eigentlich reichen, der standardmäßig drin ist. Und dann könnt ihr euch die Bremse ja auch einstellen, wie Andreas das schon bei den Nuo Evo 2 gesagt hatte, dass du das ab einem gewissen Punkt, wo auch immer, ob das 80%, 90, 70, 60, was auch immer Prozent sind, dass du merkst, wenn du reindrückst, dass du dann den Widerstand von dem Kompressionsverstärker unten noch hast und dann merkst du physisch, dass du einen gewissen Punkt erreicht hast und das kannst du ja dann in der Software einstellen, wo das sein soll. Die Pedalplatten kannst du einstellen, das hatte ich euch schon gesagt, mit den zwei Schrauben. Und dann bist du mit den Einstellungsmöglichkeiten bei den Pedalen durch. Dann nimmst du dir einfach nochmal das Gaspedal und das ist sehr ähnlich aufgebaut. Hier ist das nur nicht, dass die Schrauben hier an der Seite sind für den Winkel der Feder, sondern hier vorne. Da musst du dann einfach eine Mutter lösen, da kommst du mit einem Sechskant, kommst da ganz einfach rein, schraubst das lose, kannst das einen Winkel einstellen, damit du auch ein bisschen mehr Vorspannung hast oder weniger. Und dann kannst du hier auch, wenn du möchtest, kannst du hier auch wieder die Feder noch ein bisschen mehr kompressieren und dann mit der Gegenmutter oder der Kontermutter kannst du das ein bisschen festziehen. Und die Feder wechseln kannst du auch, indem du das hier einfach rausziehst, siehst ja, nimmst die Feder runter, packst dir eine neue drauf und dann machst du das wieder zu, hakst das ein und dann bist du fertig. Pedalplatte ist dasselbe wie bei der Bremse und dann hast du auch noch die Möglichkeit, wenn du das möchtest, als Add-on kannst du dir natürlich auch noch den Fußstopper holen, den kannst du hier auch noch an der Seite ranbauen, das hat Matthias auch sehr schön gelöst und dann hast du die Dinger eigentlich eingestellt für dich und kannst loslegen. Schauen wir uns mal die Software an, die zu den Nuo Evo 2 Plus kommt. Ist dieselbe Software wie auch bei den Nuo Evo 2 und das läuft hier ziemlich simpel. Wie ihr gerade sehen könnt, haben wir hier in der Mitte unsere Pedale. Die können wir, wie ihr seht, hier bedienen und ihr seht den Input. Bei der Bremse genau dasselbe und bei der Kupplung auch. Jetzt ist es wie folgt. Ihr könnt jetzt, wir nehmen mal hier das Gaspedal. Ihr könnt jetzt hier auf Kalibrieren drücken, dann drückt ihr das ganze Ding durch und dann sagt ihr Stopp und dann habt ihr hier euer Minimum und euer Maximum. Da könnt ihr jetzt eure Deadzone eingeben. Bei mir, ich lege jetzt einfach mal den Fuß drauf. Bei mir geht das so ungefähr ab, sagen wir mal 11.000 los, dass ich ganz langsam Gas gebe. Also schreibe ich dort 11.000 rein im Minusbereich. Und im Maximumbereich sind wir bei 7.500 und das stimmt auch. Also das wäre jetzt, hier wäre das Maximum bei 7.755. Das mache ich jetzt aber auch noch ein bisschen runter. Ich mache das mal auf 5.500 und dann hätte ich quasi meine Dead Zones eingestellt und könnte mir das hier in den Kurven nochmal ansehen. Das ist hier das Gaspedal, hier seht ihr den roten Punkt. Hier vorne passiert erstmal gar nichts und dann geht hier die Eingabe rein. Bei der Bremse ist das genau dasselbe an der Stelle. Die habe ich jetzt schon mal kalibriert. Da seht ihr jetzt, bei mir geht das hier bei 3.800 geht das los. Das heißt, ab dem Punkt hier, wenn ich so ein bisschen, seht ihr ja, drauf bin und das leicht sich bewegt und dann bis zum Ende durch, wenn man da reinrammelt. Bei mir ist es jetzt so, das, was ich vorhin erklärt hatte, ich gehe dann hier immer nochmal in die Kurven rein und gucke dann, wo der Verstärker angeht, was ich euch gezeigt habe, was unter der Feder ist. Das ist jetzt bei mir hier. Also hier merke ich den Druck, da bin ich bei ungefähr bei 85%. Wenn ich da durchdrücke und alles drüber hinaus, wenn ich bis 100% möchte, muss ich dann noch ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Und dann macht ihr hier einfach Safe Settings und dann seid ihr damit durch. Und habt eure Pedale kalibriert und eingestellt. Bei mir ist es jetzt so, ich drücke mal nicht Safe Settings, damit ich meine nicht überschreibe. Das ist auch noch eine Kleinigkeit, die ich euch mitgeben möchte. Ich mache das jetzt mal zu, dann öffne ich das wieder und dann liest er sozusagen jetzt die Settings von den Pedalen aus und dann seht ihr hier gerade, dass ich meine alten Settings drin habe. Also wenn ihr die nicht speichert, hier an der Seite, Safe drückt, dann sind die hier nicht drin. Und auch wenn ihr jetzt die Kalibrierung gemacht haben solltet an der Stelle und nicht auf Safe Settings gedrückt habt, dann bringen euch die Dead Zones hier nichts. Also
kalibriert die erstmal einmal, drückt Safe Settings und dann stellt ihr Minimum und Maximum ein. Und jetzt gehen wir nochmal kurz eine Runde Probe fahren und ich erkläre euch ganz kurz, wie sich das anfühlt. Wir haben jetzt den LMP2 und wir sind in Le Mans unterwegs, weil ich benutze das immer sehr, sehr gerne, wenn wir von Bremsen reden, weil wir sehr stark bremsen müssen. Aufgrund der Schikanen, die wir dort haben. Und los geht's. Fahren wir mal raus. Vom Gaspedal her kann man das sehr schön und angenehm modulieren. Die Bremse ist auch unfassbar angenehm, also sehr progressiv. Ja, also die wird nach hinten raus, wird die immer ein bisschen härter. Beim Gaspedal ist das auch sehr ähnlich. Wir haben hier den super leichten Teil, sage ich jetzt mal, bevor der Kompressionsverstärker kommt, auf der Bremse. Und dann könnt ihr, also wirklich das Schöne an dem Gaspedal, wenn wir jetzt mal rausbeschleunigen, du hast halt durch den Verstärker unten drunter der Kompression, du merkst halt noch, wie ein bisschen mehr Widerstand drin ist und dass sich noch ein bisschen mehr anfühlt wie in einem Auto. Also es ist nicht so, man kann sagen, es ist nicht nur wie eine Feder, sondern ja, du hast noch so ein bisschen mehr Druck, der sich da aufbaut. Bei der Bremse ist genau dasselbe. So, ich merke jetzt gerade, dass ich bei 80% bin. Ich habe jetzt natürlich viel gelupft, um euch das zu erklären. Aber wenn ich jetzt mal hier eine Vollbremsung reinlegen würde und ich versuche mal bei 80-85% aufzuhören, dann bin ich jetzt bei 80-85%, seht ihr? Und das ist das Schöne an den Pedalen, dass wenn du dort reintrittst, du diesen Punkt merkst. Du kannst drüber hinaus treten, wenn du willst, das ist auch gar kein Problem. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal kurz rein in den Wheel Lock. So, und jetzt sind wir im Wheel Lock drin gewesen. Ne? Ihr seht, wir können oben drüber. Dafür muss ich aber sehr viel mehr Kraft aufwenden. Das heißt, wenn ich mal eine Notbremsung brauchen sollte, dann habe ich immer noch die Möglichkeit. Aber ich habe hier den physischen Punkt, den ich merke in der Bremse, wann ich wo bin. Wo ihr den einstellt, das könnt ihr euch ja aussuchen. Ne? Das ist ja alles möglich und individualisierbar. Aber so vom Gefühl her ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Pedalset, weil sich das auch vom Drücken her, vom Widerstand her sehr angenehm und, wie soll ich sagen, flüssig anfühlt. Ne? Also es ist wirklich, ich gehe jetzt hier rauf. Ich muss nicht mal hingucken. Ich muss am Ende nicht mal mehr dort hinschauen, um zu wissen, was mir das Pedal gerade hier vermittelt. Und ich kann super geschmeidig auf das Gaspedal raufgehen. Ich habe genug Widerstand. Ich hätte sogar noch die Möglichkeit, mehr Widerstand drauf zu machen. Ich habe mittlerweile ein bisschen weniger, weil das beim Nesca unter permanenten Vollgas ja anstrengend ist. Und bei der Bremse ist das halt dasselbe. Und das Schöne, und das ist das Wichtige, was ich euch jetzt hier am Ende nochmal mit anzählen möchte, du hast halt die Möglichkeit, wirklich alles sehr fest einzustellen. Also so wie ich jetzt gerade. Also ich fahre wirklich sehr, 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 sehr stramme Bremsen und auch ein sehr strammes Gaspedal. Du kannst das aber trotzdem auch super weich einstellen. Und das macht die Pedale im Ganzen wirklich zu einem sehr schönen Allrounder, der theoretisch, wenn man darauf steht, abrundet, indem er dir alles anbietet. Von super zärtlichen Sockenfahrer bis hin zu Schuhfahrer, bis hin zu super hartes Gaspedal, super snappy auch, ne? Also was halt instant dich wieder zurückschiebt und du Beintraining machst. Bei der Bremse genau dasselbe. Also overall vom Fahrgefühl würde ich sagen, ist es ein fantastisches Set an Pedale. Die Kupplung habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Wenn ihr mehr über die Kupplung erfahren möchtet, schaut nochmal in die Nuo Evo 2 rein, weil die gehören jetzt nicht zu dem Plus dazu. Wir haben jetzt nur über Gaspedal und Bremse gesprochen an der Stelle. Und jetzt gehen wir rüber zum Tisch. Wir sprechen über Positives und Negatives und das Fazit. Was kann man denn jetzt Positives und Negatives zu diesen Pedalen sagen? Die Liste ist lang und die Liste ist kurz. Positives ist für mich einfach die Verarbeitung dieser Pedale. Da gibt es für mich einfach überhaupt gar keine, nichts, was ich da anmerken möchte, was negativ ist. Also die Verbesserungen, die Nuo Evo 2 Plus, haben alle meine Bedenken, die ich hatte mit den 3D gedruckten Teilen aus der Welt geschafft, dass sie da schon funktionieren. Aber hier ist es jetzt einfach so, da ist Vollmetall dran,
das finde ich sexy, das spricht mich an und das hat Matthias sehr schön umgesetzt und geändert. Die ganzen Verschraubungen, die hier dran sind, möchte ich extra nochmal sagen, ich habe diese Pedale wirklich in Einzelteile zerlegt. Aufgrund der Tatsache, weil ich einfach ein Idiot bin, ihr müsst das nicht machen, ich habe das aber getan. Und jede einzelne Schraube, die hier dran ist, ist nicht irgendwie Warni-mäßig festgezogen. Du kannst hier wirklich alles super einfach lösen, das ist fantastisch umgesetzt. Hier sind wirklich nur gute Materialien dran verbaut. Und das ist für mich einfach so ein Schmankerl an den Pedalen, warum ich die persönlich als Nils, nicht als Dizzy, absolut wegfeiere. Ich habe selten so ein wertiges Produkt von oben bis unten gesehen. Und das auch immer noch nach sehr vielen Stunden Benutzung. Was ich positiv finde des Weiteren ist, dass wir so viele Goodies bzw. Add-ons bzw. Einstellungsmöglichkeiten haben, was heutzutage schon relativ normal ist. Aber hier an der Stelle möchte ich das auch positiv hervorheben, dass du die Möglichkeit hast, dir einen Shaker an dein Bremspedal zu bauen. Du hast doch die Möglichkeit, dir einen Shaker an dein Gaspedal zu bauen, wenn du das möchtest. Du hast die Möglichkeit, dir die Fußbegrenzung oder den Fußstabilisator, wie auch immer ihr das Ding hier an der Seite nennen wollt, dass du dir das besorgen kannst und upgraden kannst. Du kannst das natürlich auch 3D drucken und die irgendwie selber hinfriemeln, aber das Schöne ist, ich finde es immer geil, wenn der Hersteller das persönlich mit anbietet. Und was ich auch unglaublich schön finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, wirklich wahnsinnig viele Federkombinationen dir zu besorgen. Und du musst nicht irgendwie irgendwo suchen gehen oder ein halbes Studium zu Federn abschließen, sondern du kannst auf die Homepage gehen, kannst dir das angucken, kannst dir das raussuchen und dann kommt das zu dir nach Hause. Was finde ich jetzt negativ? Das ist eine gute Frage. Ich finde eigentlich im Grunde genommen nicht wirklich irgendwas Negatives an den Pedalen. Selbst wenn ich mir ganz viel Mühe geben würde, und das ist jetzt wirklich das Allerhöchste der Gefühle und ist wieder nur für so spezifische Menschen wie meine Wenigkeit, die einfach Deppen sind. Ich finde diese Lösung hier oben mit den Schrauben an den Pedalplatten nicht schön. Ich. Aus dem ganz einfachen Grund, ich rabbel hier 120 Kilo in die Pedale rein. Und das kann dieses Ding, egal in welchen Kombinationen ich das einstelle, nicht gerade halten. Weswegen ich mich mittlerweile damit arrangiert habe, dass die Pedalplatten so sind und das auch mittlerweile mehr mag als das andere. Deswegen ist das für mich okay. Aber das ist so eine Lösung, also das ist hier wirklich schon sehr, sehr festgezogen, der ganze Apparat, dass sich das nicht mehr noch weiter nach hinten geht. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Also egal, wie tief ich sie nachher mache oder wie hoch ich sie mache, es ist immer so, dass mir das oben dann irgendwann abknickt. Und das ist der einzige negative Punkt an den Nuo Evo 2 Plus, der mir jetzt als Dizzy so nicht zusagt, aber das ist wieder, wie gesagt, so speziell, weil ich so doll da reintrete, dass das hier passiert. Ich bin da noch im regen Austausch mit Matthias, dass wir da eine Lösung zu finden, weil ich experimentiere immer viel rum und unterhalte mich auch sehr viel. Wenn ich dazu eine Lösung finde, gebe ich euch diesbezüglich auch noch Bescheid, weil ich möchte nicht ausschließen, dass ich zu dumm bin. Und das sage ich ganz klipp und klar so, dass ich zu dumm bin, das richtig einzustellen. Kommen wir doch mal zu dem Preis. 739 Euro kostet das hier so. Nicht so, wie es hier steht, weil wir müssen uns das hier an der Seite noch wegdenken. Und das hier gehört auch nicht dazu. Also Standard Zweier-Set kostet 739 Euro. Was ich cool finde, ist, es gibt die Heelplate gleich mit dazu. Matthias, da möchte ich dir auch einfach nochmal ein ganz großes Lob rausschicken, weil ich dachte eigentlich, dass man das bei dir extra kaufen muss. Muss man aber nicht. Da hat er nämlich mit dran gedacht. Das kommt alles mit. Also für 739 Euro kriegst du diese Pedale und du kannst dir dann noch jegliche Goodies mit dazu holen und extra mit bestellen. Wie sieht denn jetzt mein Fazit aus zu den Pedalen? Ja, du, ist wie Nuo Evo 2. Hab mich nicht enttäuscht. Bin ich ganz großer Fan von. Es gibt wirklich nichts Schlechtes, was ich darüber sagen kann. Und ich bin ein sehr großer Fan davon als Dizzy. Und kann auch völlig neutral, ohne meine eigenen Ansichten dazu, euch sagen, dass das ein sehr, sehr solides Pedalset ist. Sie sind teuer, yes, 739 Euro hat jetzt nicht jeder auf der hohen Kante liegen. Aber ich kann euch nach fast, es sind wirklich gebündelt 800 Stunden zusammen, fast, kann ich euch sagen, dass es einfach kein enttäuschendes Gerät ist. Und glaubt mir, ich habe schon sehr viele Geräte kaputt gekriegt. Ich habe sehr viele Geräte in den Defekt reingekriegt und diese Sachen hier habe ich nicht in ansatzweise auch nur zerstören können und glaub mir, Pedale leiden bei mir extrem, sehr extrem. Und das ist für mich einfach so ein Punkt,
den ich immer wieder positiv hervorheben muss, dass du was kaufst und du kriegst für dein Geld genau das, was du bezahlt hast, nämlich sehr, 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 sehr gutes Zeug. Und da hat sich jemand Gedanken gemacht und das finde ich fantastisch. Und das war es mit den Nuo Evo 2 Plus. Und dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ciao, Kakao.